Wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, ihr habt heute die Möglichkeit, man mag es kaum glauben, ihr könnt wieder eine komplette Stickerbox gewinnen. Perfekt zum Start der Weltmeisterschaft könnt ihr 100 Tüten hier auf meinem Kanal gewinnen. Und perfekt zum WM-Start, ja, gibt es 1000 Packs in einem Video. 1000 Packs in einem Video. Ich bin gespannt, wer das komplette Video reinziehen wird. Ich würde mich natürlich auch freuen, 1000 Packs, 1000 Likes. Also wenn wir die 1000 Likes nicht schaffen, dann können wir auch das Gewinnspiel vergessen. Also ganz im Ernst, ne? 1000 Likes, 1000 Packs, 100 Tüten werden verlost, auf ganz entspannt. Teilnahmebedingungen, Abonnent meines Kanals sein, Video Daumen nach oben da lassen und in die Kommentare schreiben, wer wird Weltmeister. Eure Vermutung in die Kommentare ballern und dann, ja, geht's jetzt rein. 1000 Packs, let's go! Ja, hallo, mein Name ist David Selke. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist es soweit. Ich habe ja etwas, ja, hat ein bisschen länger gedauert. 1000 Packs habe ich gedacht, das muss, 1000 Packs muss zum Start der WM kommen. Die WM startet morgen. Das heißt, ihr könnt dieses Video noch perfekt zum WM-Start euch reinziehen. Ich bin auch gespannt, wer A, sich das komplette Video reinziehen wird, B, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn, ja, wenn es den einen oder anderen gibt, der so eine Timeline macht. Minute 5 Ronaldo gezogen, Minute 13 Messi gezogen. So die Top-Spieler, Kai Havertz, Werner, Gavi, Petri, Mbappé, alles was für euch so Top-Spieler-Niveau hat. Wir öffnen 1000 Packs, bevor ihr euch denkt, oh Dennis, du öffnest doch niemals 1000 Packs. Leute, wir werden hier sehr viele Sticker sehen. Das ist mir bewusst. Wir werden hier auch alle Sticker bestimmt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal sehen. Wir werden auch den ein oder anderen extra Sticker sehen. Ich öffne nur die normalen Packs. Ich habe noch ein Video in der Pipeline, wo ich die extra Sticker Packs öffne. 10 Stück. 10 extra Sticker Packs in einem Video habe ich auch noch vor. Deswegen nehme ich jetzt hier gerade mit meinem, passt auf, ich switche jetzt von der Kamera da oben. Von der Kamera da oben switche ich jetzt rüber in meine Handcam. In meine Handcam. Hier habe ich das Display. So, was sagt ihr nun? Wir haben hier 100 Tüten. 200 Tüten, 300 Tüten, 400 Tüten, 500 Tüten, 600 Tüten. Und das sind 120er Packs sogar. Da sind sogar, da ist halt oben drauf das Extra Pack. Das waren jetzt 600 Tüten. Also 500. 600. Übrigens da, Rente, easy. 700, 800, 900, 1000 und dann hätten wir theoretisch 1040, weil ja 20 Tüten extra drin sind. Ja. Und die werden wir öffnen. Die werden wir jetzt öffnen. Alle Packs, außer die Extra-Sticker-Packs, weil mit den Extra-Sticker-Packs habe ich dann auch nochmal ein extra zusätzliches Video vor. Ich weiß nicht, wann das kommt, vielleicht nächste Woche irgendwann, vielleicht nächstes Wochenende. Ich habe auf jeden Fall Bock und wir gehen rein. Wir gehen rein. 1000 Packs in einem Video. Also wer nach diesem Video vorbeikommen möchte, Sticker sortieren. Ich suche einen Praktikanten. Ich sag, wie es ist. Ich sage, wie es ist. So, Box. Kann weg. Und dann starten wir. Also ich werde auch in diesem Video hier logischerweise auch die ein oder andere Zeitrafferaufnahme drin haben, weil 1000 Packs. Ich werde sicherlich dieses Video jetzt auch nicht am Stück aufnehmen, sondern ihr werdet mich noch eventuell mit einem anderen T-Shirt da sitzen sehen oder ich ziehe den gleichen Pullover nochmal an, weil ich werde nicht 1000 Sticker Tüten am Stück aufreißen. Das ist auch definitiv glasklar. Ich werde hier auch einfach mal da sitzen und, keine Ahnung, 30 Minuten Stickertüten aufreißen. Okay. Ja, der wurde ein bisschen misslungen. Ich werde auch eigentlich hier 30 Minuten mal da sitzen und einfach nur aufreißen und ihr bekommt eine Zeitraffer. Mit schöner Musik. Oh na na. Kirch, Thibaut Courtois, Hurstic, Thiago Silva und Akanji. Also ich muss mal gucken. Das wird aber... Ja, wird es mehrere Parts geben. Ich werde das Video wieder so aufteilen. Genauso, wo ich alle Sticker eingeklebt habe.
Ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich alle WM 2022 Sticker eingeklebt habe. Ein super, super Video. Ich glaube, das beliebteste, das nicht nur beliebteste, sondern das bestgeklickteste Video zur WM 2022, glaube ich. Luka Jovic. Also zumindest in Deutschland, weltweit weiß ich nicht, aber sogar weltweit könnte es das bestgeklickteste sein. Brasilien 1970 und Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, Koulibaly, Kalidou Koulibaly, Koulibaly, Bali, Mali. So. Dann Venegas, Sarmiento, Axel Witzel, Heulet und Belgien-Logo. Wer würde jetzt gerne eigentlich mit mir tauschen wollen? Da gibt es auch sicherlich den einen oder anderen, ne? Und wir werden hier auch sicherlich den einen oder anderen geilen Sticker sehen, wo ich sage, der sieht akkurat aus. Und der sieht hier auch akkurat aus. Chouameni würde ich gerne in der PSA-Bewertung mal mitnehmen. Einfach nur so für mich. Selbst wenn es eine 9 wird, ist okay. Wenn es eine 10 wird, überragend. Ich denke nicht, dass es hier, wenn ich jetzt so die Packs auspacke, dass hier irgendwie eine 8er Bewertung dabei ist. Würde ich mal stark behaupten. Also nicht dabei ist. Chouameni, sehr geil. Da kann sich gerne der Erste oder derjenige, der sich die Mühe macht, natürlich vielen, vielen Dank an denjenigen oder diejenige, die sich die Mühe macht, hier so eine Timeline in die Kommentare zu schreiben. Chouameni gehört aus meiner Sicht in die Timeline. Und ich bin auch gespannt, wer Chouameni richtig schreibt. Ben Said, Vargas, Frankreich 1998, Tsiliki und Senegal, Mannschaftsfoto. Dann haben wir Steven Zuber, Bahoken, Fatawu, Müller und Arboleda. Haben wir eigentlich dieses Jahr schon die Challenge gemacht, 100 Tüten in 10 Minuten? Van Dijk, weiß gar nicht, haben wir das gemacht? Matty Cash und Crepeau? Falls wir das noch nicht gemacht haben, könnten wir das theoretisch auch noch in den nächsten Wochen mal machen. Während der werden Jimenez, Araujo, Delaney, Anthony und Oyster Cueo. Ruben Dias, Gregor Kobel, Bahcham, Al-Sharani und Raheem Sterling. Es wird ab morgen auch die Orakel-Videos geben. Zu den einzelnen Spielen übrigens. Lewandowski, Ricardo Rodriguez, Plata und Pepe. Also mit den Stickern quasi im Orakel-Style. So wie ihr es kennt, wird es zur WM dann auch die Orakel-Videos geben. Ich werde die WM verfolgen. Ja, ich bin einfach Fußballfan. Deswegen werde ich die WM gucken. Und ich sage es auch immer wieder. Ich sage es jetzt auch nochmal wieder, weil es einfach das Thema ist. Eine WM woanders wäre besser gewesen als in Katar. Nicht nur wegen dem Winteraspekt, sondern auch wegen den anderen Aspekten. Ihr wisst es ja, muss man ja jetzt nicht immer wieder erwähnen. Ist einfach brutal unschön, wie Geld auch die Welt regiert, muss man sagen. Ne? Beresinski, James Yeardom und wieder Manchas Foto komisch ausgeschnitten. Oder falsch ausgeschnitten, fast schon. Heumin! Heumin, Fonzie Davis, Anzarifat, Frankreich, Logo und Moharami. Auch der ist ein bisschen fail ausgeschnitten. Jens Drüger Larsen, Blanco, Zeck Steffen, Valverde und Pulisic. Quiz Pulisicki. Pulisicki, Pulisicki, hey, Taremi. Ben Mustafa, Marco Reus, Joel King und N'Gadoy. Dann haben wir den WM-Poker, also das ist eine Aufgabe von Julian Alvarez, sehr nice. Eine Aufgabe von, das ist ein Fulltime-Job, die Sticker hier zu sortieren, im Nachhinein. Weil, ihr müsst immer umrechnen, 1000 Packs mal 5, 5000 Sticker. Sortiert mal 5000 Sticker. Boah. Wenn wir es runterrechnen, wenn wir für jeden Sticker, und das ist schon super, eine super Quote, wenn wir für jeden Sticker sortieren, also ihr müsst euch ja vorstellen, jede Mannschaft liegt auf dem Tisch, Brasilien, zack, 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 wenn man für jeden Sticker eine Sekunde braucht, sind es 5000 Sekunden. Hey Siri, was sind 5000 Sekunden in Minuten?
sind es 83 Minuten. Boah, das glaube ich aber nicht, dass man 83 Minuten braucht, um alle Sticker zu sortieren. Eine Sekunde ist schon heftig, ne? Manchmal steht man ja auch da und findet die Nationalmannschaft nicht. Ja, also sagen wir mal 2 Sekunden, das ist das Doppelte. Dann sind es 160 Minuten Manuel Neuer. Und auch das ist schon schnell. Durchschnittlich 2 Sekunden pro Sticker. Lo Celso, Costa Rica. Alle Mannschaftsfotos sind hier in dieser Displaybox falsch oder komisch ausgeschnitten. Koke und Sammy Meh. Dann haben wir Jordi Alba. Martinez, USA. Mannschaftsfoto, Phil Foden und Livakovic. Dann geht's weiter mit Muslera, Ben Davis, Wales Logo. Memphis Depay und Epassi. Epassi. Harry Maguire. Rajkovic, Herrera, Saudi-Arabien Logo und N'Golo Kanté. Neco Williams, Dia, Portugal. Und jetzt ist auch das Stadion falsch ausgeschnitten. Thomas Partey. Machst du heute Partey? Ich mach heute Partey. Jung, Gavi ist am Start. Na? Gavi ist da oben so ein bisschen misslungen. Lege ich jetzt mal dazu. Ich brauche ja auch einen Komplettsatz, ne, der Sticker. Ich kann da nicht immer Gavi wegknallen. Und der Sticker war oben so ein bisschen so... Da sieht man schon mit dem bloßen Auge, dass das keine 10er Bewertung werden kann. So, Idrissa Gueye, Danjuma, Hans Van Aken, Sassi. Dann haben wir Rui Patricio, Rafa Varane, Redmayne, Rabiot, Ryan Mack. Eric Gutierrez, Ruben Neves, Mohamedi, Fred und Jude Bellingham. Oh, der sieht nahezu perfekt aus. Ich sag's, wie es ist. Der Rand ist perfekt. Centering ist perfekt. Alles ist perfekt bei Jude. Bei Jude ist alles gut. Super Sticker, Jude Bellingham. Gabi schon gezogen. Also die Timeline müsste jetzt schon, ne? Die Timeline in den Kommentaren müsste jetzt schon gut bestückt sein. Petri. Vasako, Vakaso, Torres, Ayu und Aaron Moy, Alter. Aaron Moy. Krychowiak, Teoreira, Eriksen, Puchas und Gomis. Dann geht es weiter mit Ilkay Gündogan, Elias Giri, Alisson Becker, Kaspar Schmeichel und Abdurisak. So. Die Frage ist auch, das war jetzt eine 100er Box. Kriegen wir einen extra Sticker, ja oder nein? Wenn ja, in welcher Farbe? Martin Boyle, Alvarez, Preciado, Chris Nkunku. Dann Alo Weiß, Sis. Wayne Hennessey, Radonjic und Kawashima. Hong, Afif, Koundé, Petzella und Juranovic. Matluti, Bruno Fernandes, Gonzalez, Johnson und das Deutschland-Mannschaftsfoto. Wappa. Man muss auch die Stickertüten hier vorsichtig aufreißen. Stellt euch mal vor, da ist jetzt ein goldener Sticker drin und ich reiß auf wie der letzte Esel und zerreiß einfach den Sticker oder ritz ihn an oder so. Das wäre Bruch. Das wäre richtig Bruch. Almus Ali, Deutschland-Logo. Gabriel Jesus, Jorginho Dest und Jan Sommer. So, Maribo, Kata, David Klaassen, Buffal, Sané und Kamerun. Das war das erste Mannschaftsfoto, was mal ordentlich ausgeschnitten ist.
Rafa Guerrero, Luke Shaw, Preciado, Henry und Frankreich-Mannschaftsfoto. Zielinski, Ter Stegen, Wang, Rafinha und Mohamed Dreger. Nico Elvedi, Yamane, Renato Sanchez, Gareth Bale und Kramaric. Dann Mitrovic, Joe Allen, Jonas Hofmann, Nurolai und Wales Logo. Ibrahima Mbaye, Lee, Minamino, Suarez und Robinson. Markus Acuna, Pape Gouillet, Brozovic, Brasilien Logo und Al Cheb. Ich glaube, das wird eine Aufnahme über 2-3 Tage. Ich sag's wie es ist, ne? Also ihr werdet keinen Unterschied merken, aber für mich ist es eine Aufnahme von 2-3 Tagen. Tiso Dali, Thomas Müller und Velkovic. Ja, ich würde schätzen noch 30 Tüten vom ersten Display. John Henderson, Ghana und Abdullah Otaif. Dann Jan Bakc, Zillesen, Duk, Stadion und Raul Jimenez. Dann haben wir das Stadion, Saka, Cissé, Iran und das FIFA-Logo. John Pickford, Aladdin, England-Logo, Mannschaftsfoto und Yong Lee. Und der Stapel, der wird hier auch gleich fallen. Niederlande-Mannschaftsfoto, Wijnaldum, Pereira, Estupiñán und Grant. Grantinelli. Dann Castillo, Rodri, Piontek. Massina und Justin Biljo. Kami Glick, Jakub Moda, Kup Meiners, Jonas Wind und Fuller. Fuller. Übrigens für nächstes, also ich habe noch so geile Videos in Planung, ne? Die werden hier noch schön, aber sowas von schön reinschallern. Ich sag's wirklich, wie es ist. Das ist wirklich, wird super. Das wird super. Ich will natürlich nicht spoilern, ansonsten. Ja, das kann man eigentlich gar nicht. Das kann eigentlich nur ich hochladen, weil. Das kann kein anderer hochladen. Was war das für ein Lache hier gerade? Olsen, Ito, Morata, Stadion und Senegal-Logo. Brasilien-Mannschaftsfoto, Domagoj wieder, Joe Morel. Ederson und Pogba. Und bis jetzt war auch noch kein Extra-Sticker drin hier, ne? Sanchez, Rodriguez, Fabinho ist ja auch nicht garantiert. Es ist ja im 100er-Box, ist ja, obwohl sollte eigentlich einer sollte drin sein. In solchen normalen Packs. Dries Mertens und André Ayew. Ich leg's mal so ein bisschen aus dem Bild, will ich es auch nicht legen. So. Juri Tielemans, Goodwin, Nakayama, Madu und Daniel Mahl. Okay, ich muss es doch aus dem Bild legen. Ich komme da die ganze Zeit mit der Hand gegen und wenn ich mit der Hand gegen komme, dann fällt es und dann haben wir den Salat. Osorio, Diallo, Renault, Piette und Pasalic. Dann mache ich den zweiten Stapel. Ich glaube, am Ende werden wir nicht nur zwei Stapel haben, werden wir 20 Stapel haben. Alhaidus, Kouyaté, Sanchez und Jota. Girona, Moutinho, Malul, Timothy Weah und Guizzo. Guizzo, Minion. Nuhu, Swiderski. Baba, Hongla und Daniel Vaz. Aber es war noch, ne? Wo ist Ronaldo? Wo ist Messi? Wo sind die? Wo sind die? Wo ist Mbappé? Wo sind die hin?
Kingsley Coman, könnte man in die Timeline mit aufnehmen, so. Coman, kann man machen. Meppem, Jules Koundé, Katar-Logo, Roberts und Roman Seiss. Dann Italien 1938. Sarabia, Ramsdale, Lazovic und Kiefer Mohr. Dann Philipp Kostic, Mason Mount, Tyler Adams, Sadio. Das war ein geiles Pack. Sadio Mane. Mane, Mane, Mane. Bamba Dieng, Kim, Valencia und Aaron Long. Ich habe auch hier bald so ein Algorithmus entwickelt. Meine Hand geht immer automatisch. Zack, zack, zack. Lorente Lecky, Mitoma, Wang und Timo Werner. Dann Harry Kane, Rochette, Seferovic, Christensen und Johnston. Johnston, 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 Simon Kjær, Rodrigo de Paulchen, Maximovic, Aaron Ramsey und Richarlison. So, komm raus da jetzt hier. Azpilicueta, Jonathan Williams, Wiener, Kudus und Meunier. Dann Kofi Kiré, Gosens, Romdane, Cavani und Al-Buraik. Darwin Nunez, Tomiyasu, England 1966, Yaziri und Estrada. M. Sagni, Bounou, Kempel, Widmer und das Schweiz-Logo. Laiduni, Chico, Ferreira, El Kabi und Shibasaki. En Nesri, Griezmann, Kuki, Ghana Logo und Pavlovic. Kai Walker, Arnold, Kali Sade, John Stones und Kano. Romero, Iran-Logo, Torres, Kaleta K und Funes Mori. Katar-Logo, McKenny, Kastanje, Tunesien, Mannschaftsfoto und der offizielle Spielball. Und jetzt sind wir wirklich fast mit der ersten Box durch, aber Extra-Sticker war noch nicht da. Wow! Och nee. Hallo, wo seid ihr? Das waren De Bruyne. De Bruyne ist in den Müll gefallen und Mohamed Al-Rubai. Huch. Auch in die Timeline. Sticker fallen in den Müll. Sticker im Papierkorb. Gonda, Mohammadi, Damsgaard, Budiaf und Al-Ghanam. Dann Guardiol, Torres, Endo, Gipresso und Eder Militao. Spanien Mannschaftsfoto, Kim, Perisic, Unai Simon und Milos Degenek. Schalke Catalere, Osako, Oviedo, Colin 2 und Ashraf Hakimi. Kein Messi, kein Ronaldo in der Box, ne? Das ist auch schon krank. Mendy, Okafor, Vargas ist das, Abubakar, Stadion und die Three Lines. Das England-Logo. Wallacott, Zakaria, Romo, Kroatien, Mannschaftsfoto und Oscar Duarte. Zwei Logo, zwei Shinies, Bentancur, Stadion und Hutchinson. Das ist das letzte Pack, ne? Letztes Pack. Ne, kein Extra-Sticker drin. In der ersten Box. Kein Extra-Sticker.
Und dafür falsch ausgeschnittene Sticker. Also das, die ganze Box hat nicht gestimmt hier. Die ganze Box hat nicht gestimmt. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. So. Dann würde ich sagen, rupfen wir. Und nein, wir rupfen jetzt nicht die extra Sticker-Tüte. Ich öffne aber die Box. Aber die extra Tüte behalte ich mir. Die gibt es als Sondervideo, weil heute öffnen wir 1000 Packs und nicht 1000 extra Sticker-Packs. Stell dir mal vor, 1000 extra Sticker-Packs. Also diese Sticker-Packs hebe ich mir auf, weil davon öffnen wir irgendwann 10 Stück. Wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Und hier haben wir jetzt 120 Tüten drin. 120 Tüten. 20 nochmal mehr, als wir gerade eben geöffnet haben. Aber ey, die würde ich sagen, jallern, ballern wir jetzt hier raus. Wir ballern sie raus, ganz klar. Ganz klar, Ederson Goetzo. Auch ganz entspannt. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt hier einen extra Sticker auch ziehen können. Eder Militao. Dann Phil Foden. Und nach der Box würde ich sagen, oh, das ist ein Petri. Der Petri sieht gut aus. Ja, Petri sieht gut aus, den packe ich mir mal ein. Nach der Box würde ich sagen, können wir, mache ich einen, die nächsten Tüten, keine Ahnung wie viel ich öffne, 200, 150, 100, öffne ich dann in als Zeitraffer. Mache ich immer so einen Mix, hatte ich ja auch schon damals gemacht, mache ich jetzt auch. Immer wieder ab und zu so, Connor Cody, Gavi im nächsten. Auch Gavi muss ich einpacken. Der sieht auch super aus. Super duper na manina nurini. Zack. Schön. Das ging doch mal schön los hier. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Die Frage ist, wo ist Krisch? Wo ist Krisch und wo ist Messi geblieben? La 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 lulila. Good day, Rodriguez, Stadion, Okafor und Jordi Alba. Danny Ward, Declan Rice, Alvarez, Joel King und Names Liddy. Montari, Kim, Torres, Brasilien Logo und Pasalic. Ashraf Hakimi und ich. Oh Leute, ich habe vergessen, einen TikTok aufzunehmen. Cillessen und Gio Reyna ist mir jetzt gerade im Kopf gekommen. Okay, nach der Box nehme ich noch einen TikTok auf. Jalla. TikTok könnt ihr übrigens sehr gerne vorbeischauen. Packs and Night heiße ich da. Ich glaube nur Packs and Night ohne 96. Eigentlich auf Instagram heiße ich Packs and Night mit 96, weil irgendjemand sich Packs and Night irgendwann mal damals genannt hatte. Diese Frechdachse hier. Diese Frechdachse. Niklas Süle, Osako, Kastanje, Gravenberg und Jota. Duarte, mein Papierkorb ist auch gleich schon wieder voll. Der Panini-Seitfallzieher hatten wir in den ersten 100 Tüten auch nicht. Aber 100 Tüten, ihr wisst ja, ne, sind ja dann logischerweise 500 Sticker. Und das Album hat ja mehr als 500 Sticker. Das heißt, mit einer 100er Box kann man... Mit einer 120er Box, sagt Panini, hat man das Album nahezu komplett. Nicht komplett, weil wenn Panini sagen würde, man kriegt das Album komplett mit der 120er Box und dann bekommt man es nicht komplett, ist scheiße. Ist scheiße, ist scheiße, ist scheiße. Hutchinson, Mexiko, Baba, Serge Gnabry und Osorio. Und ich muss mal kurz mein Papierkorb präparieren. Präparieren ist glaube ich richtig. Chris Gunter, Golizade, Costa Rica, Lovren und Caceres. Dann USA, Martinez, Torres, Livakovic und der nächste Judy. Ne, unten ist schon ein bisschen Whitening ist unten. Das heißt, ich muss ja auch Jude Bellingham in meinem Komplettsatz haben, ne? Das ist ja auch klar. Kaye, Torres, Damsgaard, Mbabu, Daniel Malen.
Kingsley Coman, Hernandez, Ochoa, Kingsley Coman zum Zweiten. Christian Pulisic, natürlich werden wir hier die Spieler, wie am Anfang gesagt, doppelt und dreifach sehen. Aber Ronaldo, Messi, glaube ich nicht dran, dass wir die doppelt und dreifach sehen, wenn das so weitergeht. Elias Scher, Tomiyasu, Endo, Tadic und Pogba. Kiefer Moore, Ghana, Ramsdale, Ansu Fati und Kamil Glick. N'Gadoi, Behich, Buffal, Ter Stegen und Marquinhos. Madibo, Blanco, Wales, Mannschaftsfoto, Stadion und Alfred Gommis. Alfred, Junge! Hoppa, Perisic, Bounassar, Hazard und Deutschland 1990. 1990, Deutschland. Saman Gott aus Valencia, Adams, Alderweireld und Italien 38. 38 Grad und das wird noch heißer. Luke Shaw, Preciado, Muslera. Ich werde jetzt sowieso nach diesen 120 Tüten, ich werde diese 120 Tüten mit euch gemeinsam jetzt hier noch durchballern. Werde ich sowieso erstmal Pause machen und mir was. Ich glaube, ich mache mir richtig schöne Käse-Nuggets. Kennt ihr so richtig schöne Käse-Nuggets? Ich kaufe die immer bei Edeka. Gut und günstig Käse-Nuggets. Sind besser als von Marke. Marke gibt es ja auch, also wie heißt Wagner? Nee, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall auch Marken-Nuggets, wenn man das so sagen kann. Harry Maguire. Und die Marken-Nuggets sind nicht so geil wie die gut und günstig Nuggets. Real Talk. Zielinski, Berezinski, USA-Mannschaftsfoto, Frankreich-Logo und Bernardo Silva. Matthew Ryan, Azpilicueta, Abubakar, Gareth Bale und Argentinien-Logo. Timo Werner, Christensen, Tisu Dali, Westergaard und Niederlande-Mannschaftsfoto. Oh! De Bruyne in... Das ist doch nicht Gold, oder? Ist das Bronze oder ist das Gold? Ist das Gold? Das ist ein goldener De Bruyne, glaube ich. Ich glaube, das ist ein goldener De Bruyne. Boah, das ist brutal. Das ist brutal. Oder ist das Bronze? Das ist Bronze, oder? Ist das Gold? Wo habe ich denn meine? Also ich habe zwar nicht viele. Nee, das ist Gold. Wo ist Modric? Ich habe Modric irgendwo gehabt. Oder bin ich blöd? Ich habe sie nicht hier. Ich habe sie nicht hier. Doch da. Hier, zack. Auf ganz easy beasy, beasy schmiesy Basis. Das ist Gold. Ich habe einen goldenen De Bruyne. Ha! Ha! Junge. Junge. Ha! So ein Feuerball, Allah. Jawohl, Junge. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Goldener KDB. Wichtig und wichtig. Ich sag ja, 120er Boxen OP. Wenn ihr die Sticker übrigens noch benötigt, wenn ihr die Sticker noch nicht habt, aber jetzt anfangen zu sammeln wollt. Habe ich jetzt ein bisschen spät gesagt im Video, ich weiß. Unten in der Beschreibung ist der Panini Online Shop verlinkt, da könnt ihr euch die Sticker super gerne gönnen und mich dementsprechend auch supporten. Weil dann geht ein kleiner Betrag immer an mich, an Packs United. Weil somit dann Panini sieht, ey, Dominik hat sich eine Box gekauft über Packs United's Link. So funktioniert das. So funktioniert das. Saugeil, Junge. Ich musste erstmal klarkommen, ist das Bronze oder ist das Gold? Aber es ist Gold. Stell dich mal vor, ich hätte da jetzt so aufgerissen wie ein Geisteskranker, ne? Und ich hätte den Sticker zerrissen. Jo.
Yo, 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 yo. Idrissa Gueye. Sergio Busquets, Ben Mustafa, Lainez, Anthony und Lukaku. Gueye. Bunu, Minamino, Müller und Velkovic. Meunier, Cavani, Sissé, Ekambi, Toko, Ekambi und Wojciech Szczęsny. Mal gucken, ob wir in dieser 100, also in den 120 Tüten in dieser 120er Box, Karim Benzema ist hier am Start, Timeline, ob wir noch einen extra Sticker kriegen. Weil es ist ja theoretisch auch möglich. Meine beste Box war, glaube ich, 3 zusätzlich. Also die 2 oben drauf in der Tüte, in dieser extra roten Tüte, da 2. Und dann nochmal 3 in den einzelnen Tüten. No joke. Das war wahrscheinlich so eine richtige Errorbox. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal passieren. Also über einen zweiten würde ich mich schon freuen. Über einen zweiten würde ich mich schon sehr, sehr drüber freuen. Saudi-Arabien. Yaziri, Alaldin, Anguissa und Denzel Dumfries. Ich muss gleich den Stapel wieder zur Seite legen, weil der ist schon wieder ganz schön groß. Hinkapi und der WM-Pokal. Wir werden die WM gewinnen. Na, 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 na. Und wir holen uns den Pokal nochmal. So, Kwon, Nuno Mensch, Portugal, Plata und Sainsbury. Weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen, ne? Mendy, Griezmann, Brozovic, Senegal und Lee. Lee, Junge. Estrada, Widmer, Pereira, Tambakdi und Olsen. Dann Pepe, Serginho Dest, Fabian Cher, Deutschland-Logo und Ruben Dias. Jorgi Mele, De Ligt, Ezatolai, Cho und Hassan. Komm, gönn. Ich würde schätzen, wir haben jetzt noch gut die Hälfte. Charles Catalaera, Arnold, Sanchez, Sadio Mané und Grant. Und das ist echt krank, wie selten hier Ronaldo, Messi sind, ne? Wir haben keinen Ronaldo gezogen, wir haben keinen Messi gezogen. Piontek, El Pistolero. Also die erwarte ich jetzt schon noch, ne? Messi und Ronaldo. Sané. Lewandowski auch am Start, wichtig. Ich glaube, die Timeline ist dann am Ende so eine Liste am Ende, in den Kommentaren. In der Zeitraffer müsst ihr es nicht machen, weil Zeitraffer ist zu brutal. Da mache ich ja 30 Minuten gekürzt in 20 Sekunden. Da müsstet ihr jede Millisekunde anhalten, um zu sehen, was ich da ziehe. Aber halt so in dem Video. So in dem Video, wenn man sieht, Lewandowski, wenn ich hier Lewandowski erwähne, zack, Lewandowski in die Timeline mit einbauen. Ist doch geil. Ist doch geil. Yusuf Paulsen. Henry, Logo, Skiri und Joshua Kimmich. Jock Kimmich könnte man auch aufnehmen, theoretisch. Das Pack fühlt sich gut an. Ja, wegen dem. Deswegen hat man das gemerkt. Serbien Logo, Costa Rica, Redmayne, Yedlin und Tejeda. Und die 20 Tüten, die müssen wir mit einberechnen. Bergwijn, Roberts und Fuller, weil es sind ja jetzt 20 Tüten mehr als in einer normalen 100er Box. Aber stehen ja noch ein paar Boxen neben mir. Suleimana, Kimbembe, Ito, Juri Tielemans. Rafinha, Barsham, Munir und Lucas Hernandez. Und langsam mache ich mir echt Gedanken, ist Messi und Ronaldo überhaupt gedruckt worden? In der WM 2022 Sticker-Serie. Ich glaube, Messi und Ronaldo gibt's gar nicht. Gonda, Maskottchen, Lori, Timothy Weah und André Onana. Onana. Andres Guardado, Portugal-Logo, Morata, Domagoj wieder und der WM-Pokal.
Wir werden die WM gewinnen. Mora Mari, Jason Denaya, Fatavu, Jack Grealish und Dani Olmo. Dann haben wir Ben Said, Al Amri, Niederlande-Logo, Fede Valverde und Diego Godin. Wenn wir einen Kimmich aufnehmen, müssen wir auch einen Valverde in die Liste aufnehmen. Ich sag's auch wie da, mal wieder, wie es ist. Martin Hongla, mein Lieblingssatz. Ich sag's, wie es ist. Casemiro, ich sag, wie es ist. Das war jetzt mit Absicht. Borges, Costa Rica. Nächster Shiny, Belgien. Olai, Rybus, Boyle und Simon Mignolet. Zuba, Sarmiento, Rodriguez, Mendes und Meria. Dann haben wir das Stadion. Diallo, Philips, Biette und Wales Logo. Ah, kam jetzt schon wieder lange, kein lange. Toni Rüdiger auch das erste Mal, Havertz und N'Gamaloy ist kein Highlight mehr so jetzt die letzten Packs. Was ist hier los? Ampadu, Tchouaméni. Tchouaméni hat einen Fleck. Hat einen, nicht eine Printline, hat einen Printfleck. Ja, Tchouaméni muss ja auch in den Komplettsatz, ne? Kim, Haraguchi, Vlahovic, Saudi-Arabien-Logo und Thorgan Hazard. Thorgan Hazard. Eidos Ibrahim Al-Assar, Chris Richards. Oh, jetzt hätte ich fast... Oh, Frankie, es tut mir leid, Mann. Frankie, ich hoffe, du verzeihst mir. Wijnaldum. Josep Brekalo, Kanada-Logo, Lukas Pakete, Afif und Jens Drüger-Larsen. Jens Drüger-Larsen ist irgendwie ein cooler Name, den man aussprechen kann. Jens Drüger-Larsen. Jens Drüger-Larsen. Voju, Vlasic, Milinkovic, Savic, Prisciano und das Deutschland-Mannschaftsfoto. Dann Polen, João Moutinho, Mendy, Mertens und Jonathan Mensa. Christian Nordgaard, Barkok, Kempel, Rodri und Cesar Montes. Kendall Roston, Siliki, Amrabat, Bruno Fernandes und Taremi. Dann Takuma Asano, Vargas, Otamendi, Schmeichel und Juranovic. Oh, Luka Modric. Auch geiler Pull. Doku, Ferreira, Saka und Elvedi. Das war allgemein gut, ein gutes Pack. Ein allgemein gutes Pack. Und ich muss ganz kurz mal... Aha, 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 aha. Okay, okay, okay. Leute, tut mir leid. Musste kurz sein. Madu und Larrière. Erik Maxim Choupo-Moting. Also ich möchte, dass Erik Maxim Choupo-Moting auch einen Punkt in der Timeline unten in den Kommentaren bekommt. Erik Maxim Choupo-Moting, du wirst Kamerun zum Weltmeistertitel schießen. Haha, stell dir das mal vor. Venegas, Bauken, James, Gelish und Kawashima. David Raum, Szymanski, Moreira, Estuinan und Vinicius Junior. Auch geil. Auch noch nicht dabei gehabt. Auch geil und auch noch nicht gezogen. Da ist er doch! Jawohl, Junge. CR7, da ist er doch. Moin, Meister. Dahinter leider nichts. Ich packe ihn ein und ich brauche noch einen neuen Toploader für Krisch. Saugeil. Endlich. Endlich gezogen. Moin, Meister! Zack! Da wird kurz einmal zurückgerollt. Da werden die Toploader ausgepackt. Saugeil! Zack, zack! Zack, zack! Zack, zack, zack! So. Muss ja alles auch seine Richtigkeit haben hier, ne?
Rein damit hier. Rein damit. CR7. Rein damit. Zack. So, Steven Bergwies, Corona, Hurstic, Klaassen, Matluti. Dann Matthäus Klich, Van Dijk, Ansarifat, John Ayu und Chris Nkunku, auch nicht verkehrt. Aber Nkunku, richtig bitter, im Training verletzt mit der französischen Nationalmannschaft und nicht bei der WM dabei. Hätte wahrscheinlich sowieso nicht von Beginn an gespielt. Ja, Messi! Messi! Und Messi hat oben einen kleinen Ditcher in der Ecke. Aber Messi, super, super, super Sticker. GG's. Da ist er doch. Moin. Geil. Zack. Lege ich extra. Was mit den Kollegen? Ach, das war das Ronaldo-Pack. Da sind sie doch. Messi und Ronaldo in einer 120er-Box. Hier ist der lebende Beweis. Der lebende Beweis, dass das möglich ist. Leon Goretzka. Jan Sommer war dabei. Dann Simon Kjær, Sarabia, Bednarik, Iran, Mannschaftsfoto und Sultan Al-Ghanam. Cody Gakpo. Gakpo, Ahmed, Seferovic, Aronson und Markus Acuna. Acuna Matata. Den Spruch sage ich gern. Acuna Matata. Brillambolo. Grüße gehen raus an Henrik Schuster. Thilo Kehrer. Gregor Kobel und Marco Reus, auch da natürlich bitter, dass er sich vor der WM verletzt hat. Ja, und jetzt natürlich bei der WM nicht mehr mit dabei ist. Mason Mount, Stadion und Ankre Mena. Ich muss mal den Stapel auch wieder einmal zur Seite packen. Stadion, Bayern Wand, Maximovic, Keylor Navas und Harry Wilson. Luka Jovic, Caicedo, Shaqiri, Suter und Alo Weiss. Dann Erik Garcia, Sivkovic, Adegugbe, Fred und Frankreich Mannschaftsfoto. Kofi Kiré, Lecky, Ben Yedder, Ghana Mannschaftsfoto und Ao Tanaka. Dann haben wir den Spielball, Gipresto, Kim, Vitoria und Jan Maksch. Khalidou Koulibaly, Heuberg, Salman, Kedir und Hong. Ankre Di Maria, Ruben Neves, Neymar, Zumba, Neymar. Jetzt haben wir sie alle drei. Ronaldo, Neymar, Messi. GG's. Sehr geil. Ronaldo, Messi, Neymar. Läuft. Darwin Juniors im nächsten Pack. Contreras, Spike, Biljo und Kramaric. Und das sieht wohl so aus, als würden wir keinen nächsten, ja keinen weiteren Extra-Sticker kriegen, aber darf ich mich nicht beschweren. Da ist ein De Bruyne als Gold mit dabei gewesen. Und De Bruyne Gold. Müssen wir nicht drüber reden, dass das ein geiler Sticker ist. Araujo, Correa, Gonzalez, Hans van Aken und Ofori. So, das heißt, wir haben eine 100er Box. Sie sind bei 22. Und jetzt gehe ich erstmal rein und öffne so ein paar Packs und es gibt eine Zeitraffer. We'll be right back.
zwei Sticker-Tüten haben wir noch hier. Zwei Sticker-Tüten. Ich habe die 120 Packs. Die nächsten 120 Packs. Wir müssten jetzt circa bei 400 Tüten ungefähr stehen. Ich habe mir ein paar wieder eingetütet hier. Mbappé, Gavi, Tchouaméni sahen wieder sehr gut aus. Und wir haben den nächsten goldenen Extra-Sticker hier, ne? Mit dem, ja, Ochoa ist halt, ja, Gold ist geil, aber Ochoa ist halt nicht so geil. Abfahrt, komm, letzten zwei Packs und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste 100er-Box rein. Habe ich mir jetzt mal so gedacht. De Ligt, Itzatulai, Cho und Hassan. Das ist der kleine, aber feine Stapel hier. Also, kleinen Anführungsstrichen. Alleine dafür braucht man ja schon eine Stunde zu sortieren. Alter Falter. Junge, Junge, Junge. So. Da ist sie. Die packe ich mal zur Seite. Die kommen auf meinen kleinen Stapel. Zack, zack, zack. Ochoa auch noch. Wunderbar. Die kommen da dazu und dann gehen wir rein. Nächsten 100 Tüten. Yalla. Also es ist eine 100er Box, das heißt, da ist jetzt keine extra Tüte oben drauf. Und dann schauen wir mal, ob wir in der ersten 100er Box waren kein extra Sticker drin, ne? Schauen wir mal, was wir jetzt hier so sehen. Abfahrt. Ich muss mich auch ein bisschen nach vorne lehnen, weil ich die Kamera heute anders... Ja, was heißt anders? Ich habe sie aber nochmal neu justiert, sage ich mal. Dominguez, Fabian Cher, Saudi-Arabien und André Onana. Onana. Rosi Rimines, Berezinski, Dänemark-Mannschaftsfoto, Hatem und ein Stadion. Übrigens, es ist schon wieder jetzt ein neuer Tag. Ihr seht es wahrscheinlich nicht so wirklich. Obwohl, doch vielleicht, keine Ahnung. Nee, eigentlich kann man es nicht mitbekommen, dass es jetzt hier ein neuer Tag ist, wie wir ihn auch. Wie sollt ihr denn mitbekommen, dass ich jetzt hier gerade am nächsten Tag aufnehme? Huch. Weil 1000 Sticker-Tüten am Stück aufreißen, das ist geisteskrank. Also wirklich geisteskrank. Aber 1000 Sticker-Tüten in einem Video, das ist genauso geisteskrank und das ist genauso geil. Mustafa, Behich, Ayu und Shaqiri. Ich bräuchte halt bloß jemanden, der die Sticker sortiert. Das wäre schön, Alter. Das wäre schön, wenn ich hier jemanden hätte, der alle Sticker sortiert, die ich habe. Boah. Das sind sehr viele. Und ihr könnt es ja selber ausrechnen. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, wie viele Sticker es heute wären. Mindestens wären. Theoretisch habe ich ja ein paar mehr wegen 120er Boxen. Heumin. De Ligt. Jota, Ivosic und Calvo. So, ich pack mal die Packs hier wieder links hin. Ansonsten komme ich mit der rechten Hand da immer gegen. Und das nervt. Jens Drüger-Larsen, da ist er wieder. Südkorea-Logo, Castelletto, Kovacic und Argentinien 78. Taremi, Dolberg, Stadion, André Silva und Carlos Goetzo. Dann haben wir den WM-Pokal, Costa Rica, Mannschaftsfoto, WM-Logo, Caicedo und Daniel. Was? Was ist da los, hä? Hä? Was ist da los? Hä? Galo, Martinez, Heuberg und Felipe Coutinho. Dann Marquinhos, Ben Davies, Argentinien, Mannschaftsfoto, Thiago Silva und Roman Seitz. Mukuri, Rajkovic, Hurstic, Al-Malki, Kiefer, Mohr. Caceres, Dia, Martinez, Heulet und Godos. Also ich glaube, ich habe schon jeden Sticker, jeden Spieler dreimal vorgelesen hier bei dem Video. Oh, der nächste Gavi. Der sieht auch wieder gut aus. Der sieht auch wieder gut aus. Tada!
Ja, ist wie Eva. Jetzt nächstes Pack Petri, pass auf. Ich call's. Ich call es. Oh, aber Spanien war richtig. Jordi Alba, Declan Rice, Witzel, Ampadu und Timo Abi. Timo Abi. Hey. Hey. Muslera, Brasilien 1958, Chouameni. Auch der nächste. Den lasse ich jetzt aber mal ungetütet, weil Komplettsatz und Co. Weil wenn ich werde die Sticker sortieren. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ein bisschen länger dauern. Also ein Sticker sortieren, nebenbei Musik hören oder ein paar, keine Ahnung, ein paar YouTube-Videos laufen lassen, geht schon klar. Würde ich sagen. Nico Williams, was noch nicht klar geht, ist, wo ist der Extra-Sticker? Ich möchte hier einen Extra-Sticker aus der Box. Panini. Ansonsten habe ich eine Krawatte. Und jetzt habe ich aber grüne Apfel. Ansonsten trinke ich erstmal aus meinem Wiederwähl. Was denn, großer? So, Jung. Ruben Neves, Massi Rübers und Anthony und dahinter noch ein Estrada. Dann haben wir Uruguay 1930, Vacaso, Delaney, Al-Sharani und das Schweizer Logo. Idrissa Gueye, Senegal, Torreira, Basham, Plata und Shibazaki. Rui Patricio Skiri, Ricardo Rodriguez, Cho und Pavlovic. Ich würde sagen, wir haben vielleicht jetzt so 20 Tüten gerupft, oder? Ich seh den Stapel, ihr seht den Stapel ja nicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Da ist er! Nach Gavi folgt Petri. Zwar ein bisschen später, aber er ist am Start. Ich bin auf Spanien sowieso gespannt, ne? Wir müssen ja gegen Deutschland, also Deutschland gegen Spanien. Wir müssen ja gegen die Youngstars da im Mittelfeld ran. Das wird definitiv keine einfache Aufgabe, aber ich bin einfach gespannt auf die Weltmeisterschaft. Und habe Lust auf ein paar coole Fußballspieler. Ob ich mir jetzt jedes Spiel angucken werde, ich denke nicht, weil es gibt ja auch teilweise Spieler, die um 11 Uhr angestoßen werden oder um 14 Uhr, glaube ich, ne? Um 14 Uhr. 14 Uhr. Bevor sich hier wieder jemand aufregt. 14. Borna Sosa. Milik, da kommt Brasilien, das ist Eder Militao. Bam. Bam, 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 bam. Na, 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 ni, na, na. Na, nu, na, ni, na, na. Na, der Marco Reus. Der Marco, Marco Reus. Der Marco, Marco Reus. Dann Jul Hong. David Klaassen. Ade Gupe. Remo Freuler und Ashraf Hakimi. Matluti, Luke Shaw. Niederlande Logo. Al Buraikan und das England Logo. War schon auffällig, ne? Erste 100er Box, kein extra Sticker. Neymar. Aber wir haben ja noch, guckt, ja. Huch. Wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar aus der 100er Box. Also so ist es nicht. Gucken wir mal. Manuel Neuer, Hutchinson. Ronaldo und Messi hatten wir, glaube ich, auch nicht aus der ersten 100er Box, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Danach hatte ich ja nur noch 120er Boxen geöffnet. Also ich empfehle euch, wenn ihr euch eine Box holen wollt, holt euch eine 120er Box. Macht alleine schon wegen dem Extra-Sticker-Pack Sinn. Da hat man ja schon zwei Extra-Sticker garantiert. Zielinski, Duricic, USA, Mannschaftsfoto, Epassi und Luka Modric. Dann Benji Pavard, Australien-Mannschaftsfoto, Wales-Mannschaftsfoto, Cristiano Ronaldo. Sü, da ist er doch, da ist er doch, aus den WM Panini 2022 Katar-Stickern. Let's go, Junge. Aber hier ist das Centering ein bisschen schlecht.
Oben ist der Rand kleiner als unten. Und rechts und links ist auch, links ist dicker als rechts. Hört sich blöd an, ist aber so, kommt auf den normalen Stapel, aber CR7 im Pack immer gut. So, Mike Magne, Ifa Herrera und Alan Franco. Dann haben wir Sergio Busquets, Armarte, Portugal-Mannschaftsfoto, Belgien-Mannschaftsfoto und Christian Nordgaard. Dagat, Australien, Itzatulai, Amala und Casimiro. Casimiro mit Sombrero. Casimiro mit Sombrero. So, Hinkapi, Eröffnungsspiel gegen Katar, haben die Ecuadorinesen. Gibt's das Wort? Ecuadorinesen, wahrscheinlich nicht, ne? Haben die Spieler von Ecuador. So kann man es auch vereinfachen. Noah Okafor, dahinter ist es Fred und Guardado. Andres Guardado. So, Mbaitso, Lukic, Mohamedi, Ayu und Chris Richards. Araujo, Oliveira, Torres, Puchas und Jonathan Mensah. So langsam könnte aber mal jetzt hier so ein schöner Sticker kommen. Ein schöner Extra-Sticker. Christian Eriksen und Larrea. Alisson Schmeichel und Vinicius Junior. Oh, da ist er doch. Dusan Vlahovic in Bronze. Sehr, 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 sehr geil. GG's, gerade angesprochen. Und im nächsten Pack kam dann der erste hier aus der 100er Box. Wen hatten wir schon gezogen? Wir hatten den Ochoa gezogen. Wen hatten wir noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Was ich alles hatte. Modric, glaube ich. War es Modric? Ja, Siri und Choupo-Moting. Widmer und Garlado. Dann geht's weiter mit Jonathan Williams, Contreras, Al-Rubai, Al-Kabi, El-Kabi und Akanji. Dann haben wir Kofi Kiré, Serge Gnabry, Damsgaard, Ghana-Logo und Luka Jovic. Darwin Nunes, Theo Hernandez, Endo, John Stones und Koulibaly. Dann Ansu Fati, Perisic, Kalita K und Belgien Mannschafts Logo. Belgien Shiny Miney. Armani auch dabei. Ja, jetzt sind es wirklich nicht mehr. Jetzt sind es vielleicht noch, vielleicht 30 oder so. Das würde ich jetzt grob schätzen. Dann haben wir eigentlich schon einen super Rhythmus hier, ne? Wenn ich mir die Facecam angucke, die Facecam hatte ich nämlich eben gerade gestartet zu der nächsten 100er Box. Und bei der Facecam steht jetzt 15 Minuten. 15 Minutes, my friends. Gibrissau und Arboleda. Dann Katar-Logo. Ekambi, Talavera, Unai Simon und Matty Cash.
Monterrey, Panini, Logo, Collins Fay und Oyster Cuyo. Dann Gonda, Anguissa, Bednarik, Stadion und Raheem Sterling. Joško Gvardiol, Skorupski, Buchanan, Kroatien, Mannschaftsfoto und Pepe. Also wenn jetzt noch ein zweiter Extra-Sticker kommt in den restlichen 100er-Tüten hier, dann fresse ich einen Besen. Also ist möglich, ja, aber ist halt sehr, sehr selten. Zack. Messi würde ich noch nehmen. Einen schönen Messi. Einen schönen Lionel. Oder Kilian. Kilian oder Messi. Das wären noch zwei Spieler, die ich jetzt... Ja, wo ich nicht Nein sagen würde. Wallacott, Paredes, Pike, Ahmed und Marokko-Mannschaftsfoto. Stadion, das war Yamane. Milinkovic, Savic, Bayernwand und Moarami. Dann Polen. Lee, Japan, Messi, da ist er doch. Lionel Messi, aber auch hier ist das Centering nicht so geil. Das heißt, der kommt auch mit in den Komplettsets. Aber Messi im Pack. GG's, sehr nice. Aua, jetzt habe ich meine Hand gegen den Tisch gehauen. Ayman Barkok und Julian Alvarez. Jeremy Doku und Chris Günther. Oh, endlich mal wieder ein Deutscher, das ist David Raum. Apropos David Raum. Toni Rüdiger, wenn ich so die deutsche Nationalmannschaft sehe, müsste ja eigentlich jetzt, es steht ja jetzt jeder Kader fest. Also ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, dann gibt es ein Update-Set von Panini. Weil jetzt steht da, hat jeder Trainer seine Nationalmannschaft bekannt gegeben, die WM startet. Deswegen glaube ich so zwei Wochen, drei Wochen vielleicht und dann wird ein Update-Set von Panini rauskommen. Würde ich jetzt mal schwer behaupten. Pickford, Calvin Phillips, Joswiak und Phil Foden. Haizafi, Wijnaldum, Bergwijn, Gravenberg. Alter, was war das für ein Niederlande-Pack hier? Vier Niederländer in einem Pack. Wijnaldum, Bergwijn, Gravenberg und Memphis Depay. Ja, moin. Vier Niederländer in einem Pack. Hatte ich auch noch nie gesehen, so. Geisteskrank. Rodri, Hugo Lloris, Moreno und N'Golo Kante. So. Matthew Ryan, Jakub Moda, Kevin Mbabu und Thomas Partey. Kai Havertz war mit dabei, Renato Sanchez, Tadic und Pellistri. Apropos Renato Sanchez, immer wenn ich den Sticker sehe, wollte ich mal googeln, ob der verletzt ist. Weil der ist ja nicht dabei, der wurde ja nicht bei der Nationalmannschaft berufen im Kader. Wo ich mich schon frage, wieso. Weil Renato Sanchez ist ein super Spieler, super Mittelfeldspieler. Bei Bayern eher ein Flop gewesen, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber dann halt zu seinem Transfer in die Ligue 1 wieder. Dann war er halt schon stark. Und halt auch ein besonderer Spielertyp, ne? Jude Bellingham. Auch geil. Judy Moody. Jude Bellingham am Stizzle hier. Und mein Papierkorb ist schon wieder voll. Was ist mit diesem Sticker hier passiert? Alter Falter, da ist ja mal die Maschine sowas von rübergeratzt. Ja, den Sticker kann ich direkt weg. Guck mal, hat so einen richtigen Streifen hier. Lol. Ja, kann weg. Ferran Torres, tut mir leid. F für Ferran.
Simon Kjær, Abdou Diallo, Timofey Castagne, Brasilien-Logo und Alfred Gomis. So, jetzt sind es wirklich nur noch 10 oder so aus der nächsten 100er Box. Und dieser Stapel nervt mich auch schon wieder, weil der so hoch ist. Und ich jedes Mal denke ich, ich hau ihn um mit meiner Hand. So, Kofi Kiré, Moutinho, Damsgaard, Ghana und Spanien. Ich muss mal ganz kurz den Papierkorb hier einmal. Uappa! Zumindest alles reinstopfen, was geht. So. Nunes, Swiderski. Jetzt hänge ich hier wieder fast halb aus der Kamera. Und Bernardo Silva. Ich müsste die Kamera weiter weg positionieren, also die Facecam. Dann kann ich auch hier näher am Tisch sitzen und dann kann ich besser da sitzen, einfach im Komplettpaket. Aber der Tisch, die Facecam steht schon an der Grenze. Die fällt dann runter, wenn ich sie dann noch weiter nach hinten schiebe. Huch. No joke. No joke. So, kommt jetzt noch ein extra Sticker oder kommt keiner? Abubakar Estupiñán Juranovic. Ich müsste theoretisch so da sitzen. Aber dann bin ich komplett raus. Und wenn ich so da sitze, muss ich meine Hände komplett ausstrecken. Ich habe jetzt meine Hände. Ich strecke jetzt meine Hände gerade komplett aus. Länger gehen sie nicht. Geht nicht. Das muss ich. Mit der Kamera muss ich hier. Oder mit den Kameras muss ich hier definitiv nochmal. Ein bisschen rumspielen. Und besser einstellen. Beziehungsweise besser positionieren. Anders positionieren. Also positioniert sind sie gut so von der Qualität, von der Entfernung und Co. Aber halt für mich, nach einer Zeit ist das hier schon sehr anstrengend, sagen wir es mal so, so da zu sitzen. Galíndez, Amiri und Manchas Foto Kamerun. Wir haben noch 3 Packs. Und aus der Box kam ein bronzener Dusan Vlahovic. Ups. Wer wollte da raus? Da wollte Azpilicueta raus. Ganz schnell wollte er raus. Ederson noch am Start, Dreger. Und dann geht's rein ins letzte Pack. Ins letzte Pack der nächsten 100er Box. Letztes Pack des Videos definitiv noch nicht. Aber kein Extra-Sticker Rodriguez hat hier das Ende quasi eingeläutet. Ich packe die Sticker mal auf meinen Stickerstapel. Und dann würde ich sagen, let's go! Tag, neues Glück. Man mag es kaum glauben. Wir sind durch. Ich habe die Handcam quasi wieder am Start. Hier die ganzen Sticker noch. Die kann ich jetzt mal zu dem. Leute, erschreckt euch jetzt nicht gleich. Erschreckt euch jetzt nicht gleich. Kriege ich das hin mit einer Hand? Nicht wirklich. Ich habe hier noch meine Toploader, die ich euch gleich auch gleich noch zeigen werde.
Es ging noch einiges, sagen wir es mal so. Es ging da noch sehr, sehr, sehr viel. So, also, ja gut. Wer hat Lust, ja, die Sticker jetzt zu sortieren? Meldet sich jemand freiwillig? Huch. Jetzt erstmal, ne, mein Vita-Bait, Kapi. So, jetzt kann ich wieder rüber switchen. Ich habe, und ich habe noch einige in den Stapeln drin. Ich habe ja nur die Gavis eingetütet, die halt, wo ich gesagt habe, ja, tüte ich ein. Da liegen ja noch ein paar in den ganzen Stapel, wo das Centering nicht so gut war, wo vielleicht schon ein kleines Whitening oben oder unten war. Also ich habe hier, ja, 3, 4, 5, 6, 7 Gavis alleine in Toploadern. Dann, extra Sticker, ging noch ordentlich weiter, da ich ja noch die 120er Tüten hatte. Ich habe einen roten Neymar. Ich glaube, ein paar davon kennt ihr sowieso schon. Ich habe den silbernen Gio. Ich habe den silbernen Ochoa. Ich habe den bronzenen Grafenberg. Den bronzenen haben wir, glaube ich, gemeinsam gezogen. Ne? Also da, wo ich die Packs hier in der Kamera so ausgepackt habe. Den müssten wir gezogen haben. Und ich glaube, die Modric, die drei hatten wir gemeinsam gezogen. Ochoa Gold, Modric Gold und Vlahovic Bronze. Dazu hatte ich dann noch, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, den nächsten Gavi. Gavi aber leider in Rot. Und den bronzenen Lionel Messi. Kann man, würde ich sagen, Ausbeute sich jetzt nicht beschweren. Aus 1000 Packs, würde ich sagen. Und die ganzen Gavis. Leute, 1000 Packs in einem Video. Kann noch ein bisschen höher schieben. Und ihr könnt eine komplette 100er Box gewinnen. Und dafür müsst ihr einfach, wie gesagt, hatte ich am Anfang des Videos auch schon, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt erwähnt habe, weil ich schon auch den kompletten Überblick verloren habe, wie und was ich gesagt habe. Ihr könnt eine komplette 100er Box gewinnen. Auflösungsdatum steht unten in den in der Beschreibung. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, Like da lassen und natürlich einen Kommentar schreiben. Ganz easy. Also, lasst ein Like da, ich bedanke mich und ich würde sagen, 1000 Packs, 1000 Likes. 1000 Packs, 1000 Likes, 500 Millionen Aufrufe, Kapi. Nein, Leute, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, angenehmes Wochenende, angenehme Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich denke, es wird... Mal gucken, ob es einige gibt, die sich jetzt das von Anfang bis Ende reingezogen haben. Bin ich gespannt. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!